Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Demon's Souls. So, in der letzten Folge haben wir hier die Panzerspinne erledigt. Ich werde auch nochmal ein separates Video zu machen und es ein bisschen erklären, wie ich was gemacht habe. Könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr wollt. Ist bei den Tipps und Tricks drin. Und ja, jetzt geht's weiter in 2.2 in den Katakomben. Und ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Genau, wir gehen jetzt mal links rüber. Heftige Wege hier. Ah, das ist scheiße. Ich glaube, dass die Dinger explodieren. Hätte die anvisieren? Schauen wir mal, wer diese Teile hier nach vorne schießt. Minister Kyras, okay. Könnten wir doch mal anlegen. Und auf jeden Fall ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Ausrüstungslast weggenommen. Upgrade der Führung. Was ist das schon wieder? Stein, der ein leitendes Licht ausstrahlt. Ein Stein, der flüchtiges Licht ausstrahlt, wenn er mit Luft in Berührung kommt. So wertvoll wie ein seltenes Juwel. Ansonsten jedoch, außer vielleicht als leuchtender Wegweiser ohne Nutzen. Okay. Keine Ahnung. Okay, hier sind wir gekommen. Jetzt hier weiter. Mach aber weniger Schaden jetzt, oder? Kommen wir nehmen mal die hier. Heftiger Scheiß. So komische Viecher. Hoppa. Keine Energie mehr.
Schon mit mitnehmen wir die immer. Gut Loot geben. Vorsicht. Ah. Glück, dass ich hier nicht runterspringen kann. Das heißt, wir gehen mal die andere Richtung. Wie gesagt, wir könnten es ja dann mal probieren, aber ich traue mich jetzt noch nicht. Unbeweglich zu sein. Okay, geht's Runde. Und zwar ziemlich weit. Mein Gott, so heftig, wie groß das hier ist. Oh, zwei Phantome. Ach du Scheiße. Der Schwachpunkt des nächsten Gegners ist hinter dir. Okay, es ging ja nicht ganz gut. Alter. Hm.
Probieren ihn mal hier reinzulocken. Ich weiß ja nicht, ob der so weit geht. Oh, ich mach den gleich mit der Magie fertig. Wieder so ein komischer Eidechse. Okay. Alter. Mir scheint hier nichts zu sein.
Dann schon mal weiter. Okay, hier war der Loot. Genau. Haufen Eidechsen hier, Wahnsinn. Alter, was ist denn das? Viel Schaden nimmt er nicht gerade. Das ganz vergessen. Oh, die nimmt gar keinen Schaden. Hey, kann ich da drauf hauen? Er macht aber auch nichts.
Der Weg ist dann explodiert hier. Okay, er ist explodiert. Widerlicher kleiner Wicht! Was habe ich euch je getan? Nicht, tut mir leid. Ihr? Ihr seid ein echt sehr Hund. Ihr seid ein echt sehr Hund. Keule? Schaut schon cool aus, ey. Haufen Seelen schon. Okay, hinten wäre auch noch, wie komme ich denn da hoch? Zeit zu sprechen. Kennt ihr mich noch? Der ist auch überall. Ich habe viele Waren, also bringt mir viele Seelen. Oh, nun, Ben. Kann ich oben noch mal ran? Schauen wir mal. Gehen wir mal hier hoch. Steinscherbe.
Der ist da oben. Okay, dann wollen wir mal zurückgehen. Dunkler Dreiecksschild plus 2. Okay. Dann müssen wir eigentlich hier alles abgefarmt haben. Das war mir komplett klar. Seele eines berühmten Kriegers. Uff. Boah, ey, ganz ehrlich, ich kenne mich nicht mehr aus, wo irgendwas ist. Falle? Ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Ernsthaft? Vielleicht können wir den da rauslocken und dann an der anderen Seite vorbeigehen. Solange man nicht anspringt.
Ich möchte wissen, was das für ein Zeug ist. Mein Gott, die halten ja extrem viel aus. Wir machen jetzt mal anders. Okay. Okay, dann muss ich schnell Akku, neuen Controller. So, und weiter geht's. Ugh.
Okay. Mein Gott, die ist alles komplett verwinkelt. Ich hab keinen Plan mehr, wo ich bin. Hier ist es sicher. Schaut nicht sicher aus. Ich komme hier nie wieder raus. Das ist verbrannt. Okay, hier waren wir schon. Dann müssen wir eventuell... Ja, er trifft mich da hinten. Will er mich verarschen? Boah. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen den letzten Cut. Ja, 8 Tonnen Seelen weg. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen, da unten. Gut, Leute, hilft aber nicht.
Das ist halt Demon's Souls. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.